Hannover 96 überwintert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit Kevin Akpoguma und Nikolai Müller konnte Manager Horst Held bereits zwei Neuzugänge präsentieren. Da Trainer Andre Breitenreiter jedoch auf weitere Verstärkungen für die Offensive pocht, sollen die Niedersachsen angeblich Brian Dabo vom AC Florenz ins Auge gefasst haben. Wie der Kicker in Erfahrung gebracht hat, könnte der 26-Jährige in der Rückrunde dafür sorgen, das Offensivspiel der Hannoveraner in geordnete Bahnen zu lenken. Bei seinem aktuellen Club kam der Franzose in der Hinrunde zwar nur auf 7 Kurzeinsätze, zuvor hatte er bei seinen beiden Ex-Clubs HSC Montpellier und AS Saint-Étienne jedoch unter Beweis gestellt, dass er ein fähiger Spielgestalter sein kann. In Florenz ist Brian Dabo zumeist nur zweite Wahl. Im Rahmen des Trainingslagers in Spanien hatte Horst Held zuletzt zu Protokoll gegeben, dass man hinsichtlich weiterer Neuzugänge noch den ganzen Januar Zeit habe. Ideen haben wir, Möglichkeiten haben wir auch, hielt sich der erfahrene Funktionär dabei noch recht kryptisch. Eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers mit afrikanischen Wurzeln wäre angesichts der begrenzten finanziellen Mittel beim Abstiegskandidaten jedoch nur durch Eigenkapital von Clubboss Martin Kind zu stemmen. Der vierfache Nationalspieler von Burkina Faso, der zuvor auch für mehrere Juniorenauswahlen Frankreichs aktiv war, ist noch bis 2021 an den Club aus der Serie A gebunden. Da sowohl der Club, als auch der Spieler selbst, mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind, würde die Fiorentina dem Mittelfeldakteur bei einem angemessenen Angebot wohl keine Steine in den Weg legen. Im Team von Coach Andre Breitenreiter könnte er dann im offensiven Mittelfeld, aber auch als Sechser zum Einsatz kommen. Neben der Verpflichtung eines Spielmachers hatte sich der Chefcoach der Niedersachsen zuletzt auch einen neuen Stürmer und einen Außenbahnspieler gewünscht,